bekannten Frühstück. Lass mal. Was ist denn? Sabine! Warten Sie doch! Scheiße. Amber Reader, Medevac 7119, I request air taxi, parking position. And the fuel truck for refueling. Air taxi approved 7119. Your parking position 34, report when safe down. Das ist ja Ecke. Dass sie überhaupt noch mit dir redet, so wie du sie observiert hast. Parking position 34 is copied. Will you go? Okay, Medivac 7119. Alex. Ich wünsche dir viel Glück. Das ist mein letzter Tag hier. Sie geht weg aus Hamburg? Ist verdammt konsequent, was? Ja, die schon. Medevac 7119 for Hamburg Reader. Also good luck for you and danke für alles, Elke. Okay? Du warst doch wieder anschaffen die Nacht, stimmt's? Bezahlst du meine Miete? Du könntest doch mit zu mir ziehen. Ich? Zu dir? Ich brauch keinen Zuhälter, Bob. Verdammt nochmal, du weißt genau, dass du Streetworker bist. So eine ganz edle Seele. Ach, hör doch auf. Du bist doch auch nicht besser als die anderen Kerle. Du willst doch auch nur... Ich will, dass du mit dem Anschaffen aufhörst. Geh zurück nach Hause, Yola. Nee, ich krieg nicht vor denen zu Kreuze. Wenn du wütend bist, bist du richtig süß. Du, das ist nichts für dich hier. Fahr nach Hause. Und wie soll ich da hinkommen bis nach Passau? Die Fahrkarte kostet fast 150. Die 150, die treibe ich schon auf. Ich nehm nichts von dir. Ich kenne doch die Männer. Nein, verdammt nochmal. Nein, da liegst du völlig falsch, ehrlich. Das haben mir schon viele gesagt. Ich danke fürs Frühstück. Yola, versprich mir wenigstens, dass du... Ich leg mich noch ein bisschen bei mir hin. Die Miete habe ich ja nun gelöhnt. Bis dann, Bob. Mechaniker. Sabine, du hast doch was. Es geht schon vorüber. Ach komm, reden hilft immer. Hast Probleme mit Carsten? Wie kommst du darauf? Ich meine nur. Erzähl lieber von dir. Bleibst du nun bei uns oder gehst du? Wenn ich das wüsste, aber wahrscheinlich hau ich einen Sack. Dann lass sie doch befördern. Damit ist das Problem gelöst. Aha. So, Herr Rimasch, ist das nicht eine Symphonie der Farben? Wunderschön. Ich denke, Ihre Frau Gemahlin wird begeistert sein. Soll ich Papier? Nein, danke schön. Hier, damit Sie lange frisch bleiben, 20 Euro. Bitte. Danke. Und meine herzlichsten Glückwünsche an die Frau Gemahlin. Das? Ach, hier bist du. Ich gehe jetzt auf Tour. Tasche. Gartenparadies Hansen, guten Morgen. Kaum Kunden. Wissen's Verrückte. Das ist mir egal. Wenn ich 150 zusammen hab, dann hau ich ab. Diesmal bestimmt. Vielleicht beschafft dein Bob dir ja die Knete. Das ist nicht mein Bob.
Und außerdem will ich nichts geschenkt, nicht von dem. Warum nicht von Bob? Der ist doch eine Seele von Mensch. Das ist es ja eben. Weißt du, ich... Geh nicht mit dem, Lula, nicht mit dem Professor, der ist... Hallo. Hallo. Und du bist der Professor? Ja. Und wie nennen sie dich? Yola. Die riecht aber gut. Und so? So riecht sie noch besser. Komm, wir gehen. Das ist verstanden, SR-71. Guten Heimflug erstmal. Danke, tschüss. Wird ein ruhiger Tag, wie es aussieht. Wenn es mal nur nicht die Ruhe vom Sturm ist. Also irgendwie gefällt es mir heute nicht. Ich will dir auch gar nicht gefallen. Habe ich euch eigentlich schon erzählt? Hast du nicht. Was denn? Ich habe einen sehr konstruktiven Brief an Iris geschrieben. Ob es für Richie nicht besser ist, wenn ich alleine die Aufenthaltsbestimmung bekomme, da sie ja nur im Ausland ist. Ja. Was bekomme ich zur Antwort? Das hier. Von Herrn Rechtsanwalt Dr. von Bock. Herr Einschwein. Sehr geehrter Herr Wolke, hiermit erkläre ich, dass seitens meiner Mandantin begründete Zweifel an der Wahrnehmung ihrer väterlichen Pflichten bestehen, was im Nachweisfall dazu führen wird, dass bla 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 bla. Könnt ihr euch vorstellen, was das heißt? Sie dir die alleinige Aufenthaltsbestimmung für Richie. Und mir sogar das Sorgerecht entziehen. Sie, mir! Ach Quatsch, Sorgerecht entziehen. So einfach geht das nicht. Da müssen schon schwerwiegende Gründe vorliegen. Du bist doch kein Wüstling, oder schlägst Richie. Also hier geht's erstmal nur um diese Aufenthaltsbestimmung. Ja, und wenn die mir das Jugendamt auf den Hals hetzen? Dann musst du wohl mal deine Wollmäuse bändigen. Meinst du das echt? Komm, Junge, jetzt mach erstmal den Landungscheck. Wir sind da. Ja, ja. Links ist frei. Nicht. Aber ich weiß da was. Hier. Direkt vom Sandamt. Mein Freund Timo hat es mir unter dem Siegel des Vertrauens. Aber Kettich muss es eh in ein schwarzes Brett hängen. Nicht? Inspektor Sanitätsdienst, Befehl römisch 3-7. Dem Bundeswehrkrankenhaus Hamburg-Wandsbek wird für herausragende Leistungen bei der gesundheitlichen und pipapo, besonders im Rettungswesen, eine Belobigung des Inspekteurs ausgesprochen. Ja, schnallst du nicht, was das bedeutet? Kettlich wird einen Dank kriegen und das war's dann. Ja, das auch. Aber vor allem wird es Beförderung geben. Compris? Besonders im Rettungswesen. Wenn das stimmt, also wenn das wirklich stimmt, dann könnte ich ja bei euch bleiben. Hast du Yola gesehen? Ist sie noch zu Hause? Nee. Dann ist sie noch beim Freier. Doch, wieder. Sie hatte mir fest versprochen. Wo ist sie denn? Da. Bob, sie ist mit dem Professor. Mit dem Prof? Ja. Danke, Mary. Ist was? Ist Yola nach oben? Über meine Gäste musst du dir keine Auskunft erteilen, klar? Aber den Bullen musst du rennen. Welches Zimmer hast du ihm gegeben? Wem ihm? Na, dem Professor, Mensch. Ach, den Professor suchst du? Der ist schon weg. Und Yola? Vielleicht ist sie noch oben. Yola. Mich geschlagen. Immer wieder. Ich wollte doch nicht.
Aber er hat mich immer wieder geschlagen. Ich helfe dir. Ich bring dich zum Arzt. Bleib ganz ruhig, meine Kleine. Ruf die Rettung an, die soll hierher kommen. Schnell. Nicht hierher. Mensch, wenn Gäste kommen, bring sie doch zum Arzt. Laufen wird sie ja wohl noch können. Das kannst du doch nicht, das siehst du doch. Mensch, ruf an. Ich will hier kein Ärger. Bring sie weg. Ruf die Rettung 112, sonst schlage ich dir deinen ganzen Scheißladen kaputt. Tommy, das wird sich schon klären. Sag mir mal mit deiner Vatererfahrung, wie geht man mit einem 11-jährigen Kind um? Ja, ich meine Jasmin. Indem du sie eben nicht wie ein Kind behandelst, ist der allergrößte Fehler. Ja, ja, das sagt Astrid ja auch, aber ich weiß einfach nicht, ob Jasmin mich überhaupt will. Ich würde gern mal wissen, ob Timo recht hat. Wie wehrt man sich gegen solche Anwälte? Irgendetwas muss ich doch tun. Was würdest du denn in meinem Fall tun? Ich fürchte, ich bin kein Kämpfertyp, Wolke. Heute jedenfalls nicht. Weißt du? Ja? Ach, nicht. Einsatz! Na, St. Georg! Du, Tommy, ich fahre inzwischen noch mal die Ohren aus bei Timo vom Stab. Ja, wenn du das tun könntest. Ja, für sie tun wir alles, das weißt du doch. St. Georg, stand deren Notarzt nicht günstiger? Er ist bestimmt auch gerade unterwegs. Die sind doch immer alle im Einsatz. Das ist eben St. Georg. Ja, und wir sind der Joker. Wo sollen wir denn da runtergehen? Ach, Raum ist in der kleinsten Hütte. Was, Alex? Muss ja. Aber vielleicht fragst du trotzdem mal nach. SR 71 von Pilot 34 kommen. Wenn man vom Teufel spricht. Der SR 71 hört. Wir haben den Lohmühlenpark für Sie gesperrt. Ist das okay? Alex? Naja. Ist okay, Pilot 34, wir sind gleich unten. Verstanden, SR 71. Florian Hamburg für den SR 71 kommen. Der geht gerade zur Landung in den Lohmühlenpark. Der RTW 22 Anton wird Sie dort aufnehmen. Lohmühlenpark? Auch das noch? Die landen gleich. Zurück. Heckrotor ist frei. Wie er das immer hinkriegt, kann man nur einen Hut ziehen. Das ist doch noch gar nichts. Wo wir schon überall gelandet sind, was? In Häuserschluchten, auf Containerschiffen. Nur mal halblang. Wenn es zu eng wird, suchen wir uns einen anderen Platz. Nein, wir sind total ausgebucht. Guten Tag, ich bin die Notärztin. Hallo. Wie ist denn das passiert? Das war ein Freier. Ich mache hier Streetworking und kümmere mich um Lola. Verstehe. Sie tut dir nichts, Jola. Sie will dir nur helfen. Ich tu dir nicht weh. Ich muss dich doch untersuchen, Jola. Leg dich mal bitte ganz hin. Ich wollte sie immer wegholen von der Straße, aber... Das können Sie mir alles später erzählen. Tommy, Zugang bitte und was zur Beruhigung. Kommt. Ja. Und dann entspannst du dich schön. Wir kümmern uns jetzt um dich. Alles wird gut. Was es doch für Monster gibt. Mädchen so zu schlagen, wer macht denn sowas? Hier. Aber euer Job ist auch nicht ganz einfach. Einfach nicht, aber... Entschuldigung. Ja, Tommy, wir hören dich. Du, wir fahren mit dem RTW AK St. Georg. Okay, wir holen euch da ab. Ja, und ich werde die Absteige hier in die Leute befragen. Hat wieder niemand nichts gesehen. Setzen wir mal um ins Acker St. Georg. Dr. Vogelsang, wir gehen in OP2. Also im Moment ist hier ein Riesenandrang. Ja, aber wir sind doch angemeldet. Ja. Wird das lange dauern? Ist schwer zu sagen. Oh, Herr Doktor! Dr.
Dr. Vogelsang, bitte kommen Sie in den OP 2. Guten Tag, Frau Kollegin. Wie dringend ist es? Schlüsselbeinbruch und Hämatome am ganzen Körper. Ich bin gleich bei Ihnen. Hier ist der Teufel los heute. Aber sie steht unter Schock. Ich habe Ihnen 01 Fenta und Diazepam gegeben, aber sie braucht... Verstehe. Ich werde mich um meine Psychotherapeutin bemühen. Jola, siehst du, es kann alles gut werden. Schwester, bringen Sie die Patientin rein. Ja. Guten Flug. Danke. Du bist nicht allein, Jola. Und ich versuche dich noch zu besuchen. Vielleicht gleich schon heute Abend. Bitte mal. Wir brauchen die Anästhesie für den Schatten. Na komm. Ist das nicht wunderbar, diese Zartheit der Farben? Ja, Chef. Es fehlen Lilien. Weiße. Ich glaube, die sind aus, aber ich kann ja noch mal gucken. Max? Warum hast du Jola geschlagen? Jola? Ich kenne ja gar keine Jola. Was wollen Sie denn? Quatsch, mich, man hat dich gesehen. Du perverser Hund, du hast dieses kleine Mädchen verprügelt. Schlagen, bitte! Ich will dich zeigen. Nie wieder wirst du eine Frau schlagen. Gott, hilf mir! Bleib stehen! Gott! Hilfe! Was haben Sie gemacht, Chef? Hilfe! Hierher! Sie bleiben hier! Sie haben das Schwarz wie Blut! Du Idiot! Ich bin dein Chef! Ich wollte doch nichts tun! Ah, da haben wir ja den Herrn Professor. Festnehmen! Ich hab den Mann. Er lebt! Ruf den NRW! Er wollte mich umbringen! Bitte! Auch nur flennen, das haben wir gern. Mir tut dieses Mädchen so leid. Er ist noch so jung. Ich glaube, ich bleib doch lieber rettungsassi, ob ich befördert werde oder nicht. So, wir können wieder. Ja, ich melde uns ein. Ich meine, solange sowas passiert, da kann ich doch nicht. Das ist doch wie Fahnenflucht. Florian Hamburg findet SR 71 kommen. Florian Hamburg hört? Ja, wir sind wieder einsatzbereit am AK St. Georg. Danke. Christina, warte nicht so schnell! Hey, das ist was. Warte doch. Hey. Ja? Guck mal, wer da ist. Komm her. Ah. Hopp, 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 hopp. Ja. Und Sieger! Die Frau mit dem Reißverschluss. Super. Ich hab's schon von Weitem gesehen. Ich werde mich heute entlassen und... Nun wird geheiratet. Allein macht sie mir einfach zu viele Experimente. Herzlichen Glückwunsch. Prima. Das hat sie ja nun endlich eingesehen. Also nicht mehr so stur. Eigentlich wollte ich ja in ein Heim für betreutes Wohnen ziehen, aber... Diesmal war ich der Sture. Er hat mich überzeugt. Naja, wir wollten uns nur noch mal bedanken für die Rettung und den Flug hinterher und überhaupt. Das war unser Job. Der 71 hört. Ich habe einen neuen Einsatz für euch. Ja, Moment. Neuer Einsatz. Alles Gute. Macht's gut. Ihr Glück. Ihr beiden. Also, danke schön für alles. Der Einsatz geht nach Volksdorf in die Eulenkrugstraße. Volksdorf, Gärtnerei in der Eulenkrugstraße. Das ist verstanden, Florian Hamburg. Wir haben dort eine bewusstlose Person nach einer Schlägerei. Die Polizei ist vor Ort. Der RTW 24 Bertha ist mit aus. Okay, wir übernehmen. Sabine, was soll ich denn jetzt bloß machen? Mensch, Thomas, ein Rettungsassistent mit deiner Erfahrung. Der wird doch überall gebraucht. Was meinst du? Betreutes Wohnen? Behinderten selbstständig leben helfen, das wäre doch vielleicht auch eine Aufgabe. Für mich? Ich ohne Hubschrauber? Ohne euch? Na, warum nicht? Da, die Rasenfläche in 12 Uhr, das passt. Ich gehe gegen den Wind rein. Rechts und Heckrotor frei.
Das ist ja eine Überraschung. Ja, wie das Leben so spielt. Ach, Sie schon wieder? Nee, immer noch. Wo ist es denn? Dort. Es hängt mit dem Mädchen aus St. Georg zusammen. Mit Jola? Ja. Ihr Freund, wissen Sie, der war da. Und der wollte an einem Typen Selbstjustiz üben. Ich bin Hirntrauma nicht ansprechbar. Atmung und Kreislauf stabil. Er hat ihm den Topf da mit voller Luft auf den Kopf. Das ist er. Der vorhin bei dem Mädchen. Tommy, wir intubieren. Ja. Vakuummatratze. Und vorsichtshalber, Stiffling. Mhm. Das bedeutet nichts Gutes, oder? Fliegen wir ihn? Ja. Komm, wir holen die Trage. Okay. Brauchen Sie mich noch? Na klar. Sie haben doch gesagt, dass Sie gegen Ihren Chef aussagen wollen. Machen Sie das, auch wenn der Mann ja Chef war. War immer scheißfreundlich. Aber seine Angestellten, die hat er ziemlich mies behandelt. Frau Asmus. Ja, ihr Tommy, ich meine, ihr Mann, der ist noch unterwegs. Ja, klar, aber sicher kann ich ihm das sagen. Ja, ja. Ich glaube, die kommen gerade. Ja, ich schicke ihn sofort nach Hause. Gut, tschüss. Für Sie tun wir alles. Für Sie kann geschehen. Angerufen. Du sollst mit Vollgas nach Hause. Aha. Sie hat was Wichtiges für dich. Was denn? Ich weiß nicht, ein Job oder so. Sag mal, warum mischt sich deine Regierung gerade jetzt ein, wo du befördert wirst, hä? Befördert? Ja, mein Freund Timo vom Stab hat da was blicken lassen. Der hat was blicken lassen? Sag mal, Wolke, ausgemeldet sind wir doch, oder nicht? Wieso, das machst du doch immer. Ja, der hat was blicken lassen. Ich, tschüss. Ja, tschüss. Ich will ja nicht die Pferdescheu machen, weil ich habe vorhin von ihm gehört, Tommy, warte mal! Ja! Könnte mein Richie heute Nacht bei euch bleiben? Dann könnte ich nämlich den Frühjahrsputz machen. Du weißt doch, die Wollmäuse. Ja, das geht klar. Frühjahrsputz? Meinst du, das ist nötig? Tja, was soll ich machen? Wenn dieser Anwalt mir das Jugendamt auf den Hals hetzt. Machst du heute dicht? Ich werde erwartet. Von Jasmin? Wohl kaum, aber von Astrid. Macht's gut. Tschüss. Ja. Na, da werde ich auch mal. Ich würde dir beim Putzen helfen, aber... Ich weiß, du musst zu deinem Carsten. Geht schon klar. Nee. Nach St. Georg zu Jola ins Krankenhaus. Jemand muss sich ja um sie kümmern, jetzt wo ihr Freund... Also nicht zu deinem Carsten. Habe ich mir beinahe schon gedacht, dass zwischen euch was klemmt. Weißt du was? Ich komme jetzt erstmal dir ins Krankenhaus. Mhm. Und danach hilfst du mir beim Frühjahrsputz. Ist das ein Wort? Ja, das ist ein sehr gutes Wort. Das klingt doch gut. Also ich weiß nicht. Na klar, da hast du bestimmt eine Chance. Aber ich habe doch überhaupt keine langjährige Erfahrung. Wieso das denn? Die hast du doch durch deinen jetzigen Job wirklich. Ja, aber doch nicht mit Behinderten. Na, eure Hubschrauberkunden sind ja auch irgendwie... Doch, jetzt sei doch mal still. Guck mal, das Haus wird neu eingerichtet. Du könntest alles selber bestimmen. Hier, Planung der Einrichtung, Auswahl der Pfleglinge, Betreuungskräfte. Aber ich habe doch überhaupt keine Ahnung von dem ganzen Verwaltungskram. Leiter vom Heim für betreutes Wohnen. Weißt du, was ich da alles machen muss? Na, beim Rechnen greife ich dir unter die Arme, Papa. Joshi, es geht doch nicht nur ums Rechnen. Ich verstehe dich nicht. Du wolltest immer was Eigenes machen, selber was auf die Beine stellen. Ja, aber wenn das mit der Beförderung nun doch. Weil Roman sagt, dass Timo gesagt hat... Der eine sagt und der andere sagt, das ist doch alles unkonkret. Tommy, da darfst du dich nicht dran festklammern. Wenn es nichts wird, dann guckst du dumm aus der Wäsche. Also mach was. Schreiben Sie, Herr Asmus. Sehr geehrte Damen und Herren, Komma, Absatz. Ihr denkt wohl, ich traue mich nicht. Was haben wir? Sehr geehrte Damen und Herren, Komma, Absatz. Absatz hast du nicht geschrieben. Ich bin noch nicht blöd. Gut. Bezug nehmend. Also, über eine Minute. Bob, du Idiot! Ich
sich das doch nicht gelohnt. Ausgerechnet. Er war so aufgebracht und wütend. Er hängt so an ihm. Und ich habe ihm nicht geglaubt. Ob er wieder Moped fahren kann? Der wird doch wieder. Wir müssen abwarten. Sie halten ihn jetzt erstmal im künstlichen Koma, bis alle Untersuchungen abgeschlossen sind. Bob hat immer gesagt, deine Eltern werden dir verzeihen. Fahr nach Hause und erklär's denen. Die müssen verzeihen. Aber nach allem, was ich denen angetan habe, ich habe mich einfach nicht getraut. Mach's trotzdem. Fahr zu deinen Eltern. Komm, wir müssen jetzt, Julia. Hm? Ich schäme mich. Sollen wir ihre Eltern für sie anrufen? Das mache ich schon. Bob, wenn du wach bist, dann bin ich bei dir. Jule, komm, wir müssen. Bis bald. Der Mann ist dann in die Gärtnerei gefahren, um diesen Typen zur Rede zu stellen. Er wollte das Mädchen verteidigen, ihre Ehre wiederherstellen. Es war so rührend, verstehst du, wie er sich für seine Liebe eingesetzt hat. Sowas ist heute sehr selten. Was ist heute sehr selten? Was? Das ist eine lange Geschichte. Sie müssen es mir nicht erzählen, wenn Sie nicht wollen. Jetzt bleib doch mal hier, ich erzähl's dir ja. Aber nur unter einer Bedingung. Und welche? Hör auf mit dem Sie. Sonst sage ich ab jetzt auch Sie zu dir. Also? Ich gehe dann mal Abendbrot machen. Tja. Eigentlich wollte ich dir ja heute diese Gedichte zeigen. Ich habe sie ganz zufällig entdeckt, weil die haben auch was mit Persien, der Heimat deiner Mutter, zu tun. Aber dann fand ich sie überhaupt so... Ja, komm her. Ah. Hier. Sag mir, was dein Herz begehrt. Mein Herz ist bei dir. Halte es wert. Das ist schön. Können Sie mir das borgen? Ich schenk's dir, wenn du willst. Danke. So, fertig. Alles picobello. Hast du einen Putzfimmel? Du siehst. Übrigens toller Kochwein. Willst du heute gar nicht mehr nach Hause? Jedenfalls nicht, ehe der weg ist in sein Scheißstudio. Na komm. Das ist alles so unwürdig. Hat Carsten eine andere? Eine von seinen Background-Lärchen. Eine von seinen was? Eine von denen, die was im Hintergrund ist. Kennst du doch immer so. Ich hoffe, du hast ihm gleich eine geklebt. Nee, das kann ich nicht. Aber du hast doch 100-mal mehr Sexappeal als so eine Background-Lerche, hm? Außerdem finde ich... Carsten, dieser Heini, der hat es doch gar nicht verdient, dass du ihm überhaupt eine Träne nachweinst, hm? Kannst du das nochmal? Was denn? Das mit dem Sexappeal. Also ich, du bist die wunderbarste Frau, die ich kenne. Und du bist der beste Kerl von der Welt. Ja. Deswegen hast du mich auch immer abblitzen lassen, was? Vielleicht war das ein Fehler. Du hättest nicht anfangen sollen zu weinen, da werde ich nämlich immer so... Sinnlich. Ja. So, Mann, hier.
Vorsicht! Was kann ich für Sie tun? Roman, ich wohne ab sofort woanders. Teilen Sie es bitte allen, mit die es wissen müssen. Mhm. St. Georg? Bei Ihrer Mutter? Bei meiner Mutter, klar. Klar, wird erledigt, Frau Oberstabsarzt. Komm, lass mal. Sabine und ich machen das schon. Haben wir ja Übung drin, ne? Du sagst es. Danke. So, hier, komm her. Du bist eben hier nicht der Einzige, der für Überraschung gut ist. Hier, guck mal, die hauen alle schon ab. Was ist denn da los? Josef ist ja auch schon da. Richtig, das Rohrbruch. Der ganze Keller ist voller Fäkalien. Weisung vom Direx wegen unzumutbarer Geruchsbelästigung muss heute leider Unterricht. Die haben frei. Cool. Los, wir machen einen Trip ins Blaue. Ja, gute Idee. Kommst du mit, Jasmin? Ja, aber ich muss erst Mama Bescheid sagen. Ach, brauchst du nicht. Aber ich kann doch nicht einfach. Na komm, wir beschützen dich ganz einfach. Vierfach. Oder? Klar. Ja, ja. Aber Mama macht sich Sorgen. Ich muss erst anrufen. Wusste nicht. Wir bleiben auch nicht länger, als die Penne gedauert hätte. Also? Na gut, wenn ihr meint. Klasse. Na los! Wo fahren wir hin? Irgendwo ins Wasser. Okay, wie wär's mit dem Helferufer? Also gut, wenn du es genau wissen willst. Sabine und ich haben gestern Abend einen Brief an den Anwalt von Iris geschrieben, dass ich ab sofort nur noch mit ihr persönlich reden will. Echt? Ja. Das ist gut. Was macht denn deine Bewerbung? Erzähl du mal lieber, wie der Abend mit Jasmin war. So, so. Ja, eher so oder eher so? Ein bisschen mehr so. Sie sagt immer noch sie zu mir. Und saßt mir nach mit nassem Blick. Mit nassem Blick? Ja, und saßt mir nach mit nassem Blick. Mit nassem Blick, was soll das bedeuten? Na, dass sie geweint hat. Hast du noch nie geweint, Mann? Und doch, welch Glück, geliebt zu werden. Und lieben Götter, welch ein Glück. Und das soll von diesem Goethe sein? Das ist doch geschwollener Brei. So hat man aber früher geredet. Das zieht aber heute nicht mehr. Bei dir vielleicht nicht. Das ist doch wie Musik, nicht, Josef? Na, aber der Sound ist auch nicht schlecht. Ich finde es sehr schön, wenn es dir gefällt. Darf ich bitten? Aber mir gefällt eben was anderes. Das ist doch auch okay. Das kann alles sein. Hör doch, wir wollen hier angeln. Die werden Ärger machen. Wir dann auch. Habt ihr nicht gehört? Hier ist doch genug Platz zum Angeln. Eben, das ist unsere Stelle. Und mach die Kanakenmucke aus, sonst beißen die Fische nicht. Ausmachen, hab ich gesagt. So, und jetzt verpisst euch, ihr Fidschis, aber schnell. Was wollt ihr von uns? Kleinen Mädchen, wie die Angst machen. Hey, lass die Kleinen los. Und fahr sofort. Schnauze! Verpiss dich! Du kannst uns nachher die Fische braten. Lass mich los! Loslassen! Hilfe! Lass ihn! Lass los! Lass auf, Mann! Hau ab! Wohin denn? Hau du ab! Hier! Hier, hin! Ja, hier ist Gretchen Schmidt. Hier ist eine Schlägerei am Eichbaumsee. Bitte kommen Sie schnell. Was du nachts in deinem Scheißstudio treibst. Ach komm schon, Sabine, bitte.
Du musst mir glauben. So einfach ist es nicht, Carsten. Mein Vertrauen in dich, das ist kaputt. Was soll ich denn anderes machen, als dir zu versprechen? Das ist dein Problem. Und? Was war denn nun so wichtig? Nichts. Gar nichts. Ach, Roman. Wie soll ich es dir nur beweisen? Geduld ist die Pforte zur Freude. Aha. Flöhen, haben wir für den SR 71 kommen? Eine Schlägerei, habe ich das richtig verstanden? Das ist korrekt, SR 71. Eine Person nicht ansprechbar. Aha. Am Eichbaumsee. Das ist auch korrekt, SR 71. Polizei und RTW 14 Friedrich sind unterwegs. Danke, tschüss. So, rein mit euch. Wie oft soll ich denn noch sagen, dass sie uns provoziert haben? Das kannst du alles deinem Großvater erzählen. Zu seiner Zeit hätten sie die verhaften müssen. Hören Sie nicht auf die. Schluss jetzt mit dem Gequatsche. Wir dachten schon, du wirst nicht wieder. Geht's? Hast noch mal Glück gehabt. Hätte schlimmer kommen können. Von den Typen hat zum Glück keiner mitbekommen, dass ich Hilfe geholt habe. In the green. Lass uns mal ins Wasser. Ja, wenn du meinst. Gut, Kopf ganz locker lassen. Fein. Auf den Hubschrauberflug müssen Sie wohl verzichten. Eurem Freund geht soweit ganz gut. Und, habt ihr die Übeltäter? Ja, die sitzen da hinten drin. Du, sag mal hier dieses Buch. Weißt du vielleicht, Das ist von Jasmin. Wie, Jasmin? War die auch bei euch? Ja, die war mit. Aber wo sie jetzt ist, weiß ich nicht. Vielleicht weiß Gretchen was. Gretchen? Weißt du, wo Jasmin ist? Die habe ich weggeschickt, als es gefährlich wurde. Wohin? Da lang. Hey, los, Holger, komm mit. Was denn? Jasmin sucht. Jasmin! 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 Alex! Hierher! Jasmin! Gott sei Dank, du. Was ist denn passiert? Mein Fuß, ich. Na, komm mal her. Bin ich dir auch nicht zu schwer? Du mir? Ach, wo denkst denn du hin? Ja. Ich hab sie! Ich hab Jasmin! Hallo, Jasmin. Ich bin Wolke. Jasmin ist wieder da. Grüß dich von mir. Sag mal, woher wusstest du eigentlich, dass sie hier ist? Ich habe das Buch gefunden, was ich ihr geschenkt habe. Das muss ich verloren haben, als ich mich gewehrt habe. Naja, und da wusste ich sofort, dass du in der Nähe sein musst. Na. So, das ist Sabine, das ist Tommy. Hallo. Hallo. Und das ist meine Jasmin. Guck mal, sie hat irgendwas hier am Fuß. Ach. Hallo Jasmin, schön, dass ich dich mal kennenlerne. Schau es mir mal an. Ja, ich weiß, das tut weh. Elastische Binde bitte. Und dann nichts wie ab zum Röntgen. Tja, Jasmin, da werden wir dich wohl fliegen müssen. Aber nur unter einer Bedingung. Alex, ich hab doch schon du gesagt. So, dann bring dein Juwel mal in die Analyse. Oh, ab. Jetzt fliegen wir dich ins Krankenhaus. Aber heute Abend sind wir doch wieder bei Mama. Na klar sind wir heute Abend wieder bei Mama. Komm her, hab ich.
So, guckst du mal hier vorne rauf? Gott. So, Jasmin. Willkommen an Bord. Danke. Auf Anschauung. Okay, here we go.